Ja, mein Name ist Ralf Möllers. Ich bin Geschäftsführer der Book2Look International. Das ist ein Joint Venture von meinem Kinderbuchverlag Terzio in München und der Firma, einer Entwicklerfirma Wits in Mumbai oder Bombay, wie das früher hieß. Wir entwickeln für Verlage ein Online-Marketing-Tool genannt Book2Look, so wie unsere Firma, mit dem Verlage etwas machen können, das wir immer ein YouTube für Bücher nennen. Also man kann mit unserem Tool ein sogenanntes Widget bauen aus einem Buch, in dem ein Kunde ein Buch durchblättern kann, in dem man Videos sehen kann, in dem man Audios anhören kann, in das die Shops eingebunden werden, über die der Verlag das Buch gerne verkaufen möchte. Das ist ein Tool, das Literatur- oder Buchblogger in ihre Blogs einbauen können. Also ein virales Marketing-Tool im Grunde genommen. Das vermarkten wir sehr erfolgreich in Deutschland. Wir haben mittlerweile 140, 150 Verlage, die es einsetzen. Über 20.000 Bücher sind bereits in unserem System und jeden Tag kommen im Augenblick Hunderte dazu. Und parallel dazu bieten wir den Verlagen auch an, ihre E-Books zu entwickeln, indem wir ihnen Vorschläge machen, wie man denn ein E-Book, wie das so schön heißt, enhancen kann. Also mit Audio oder Animationen oder Video, ohne dass der Verlag dazu sehr viel Geld in eine sogenannte App stecken muss, sondern auf der Basis eines Standard-E-Book-Formates, nämlich EPUB, ein möglichst reiches Bucherlebnis für den Kunden herstellen kann. Das sind unsere beiden Geschäftsfelder und für beide bewerben wir hier auf der Frankfurter Buchmesse und wir sind außerordentlich glücklich mit dem Ergebnis bisher.